Helene Fischer, bye bye, Thomas. Taucht Ihr Freund jetzt wieder unter? Die Tour von Helene Fischer ist nun zu Ende. Und so taucht ihr Thomas nun wohl auch wieder ab. Raus aus ihrem Schatten, genau das ermöglichte Helene Fischer ihrem Liebsten auf ihrer großen Rauschtourne. Extra für Thomas Seitel hatte sie eine ganz besondere Akrobatiknummer eingebaut. Arm in Arm schwebte die Sängerin mit ihrem Mann über das begeisterte Publikum, Küsse inklusive. Die Knutschereien in luftiger Höhe sollten wohl auch zeigen, seht her, wie wir uns lieben. Doch nun ist die Tour vorbei und ihr Thomas verschwindet wieder in seiner Schattenwelt. Thomas Seitel stand mit Helene auf der Bühne, doch jetzt ist Schluss. Mit Tränen der Freude in den Augen verbeugte sich Thomas Seitel in den vergangenen Wochen immer wieder vorm Publikum. Dass ihr Mann den Applaus so genoss, freute auch Helene. Schließlich wusste sie, dass es sein Traum gewesen war, im Rampenlicht zu stehen. Schon vor ihrer Beziehung hatte Thomas sein Glück vor der Kamera versucht. Im Vergleich zu heute war das natürlich Kindergarten. Umso schwerer könnte es ihm fallen, jetzt, nach dem Ende der Tournee, wieder der Mann im Hintergrund zu sein. Vor der Tour war Thomas vor allem als liebevoller Vater und Hausmann bekannt. Er kümmerte sich um Tochter Nala und hielt Helene den Rücken frei. Doch reicht ihm das jetzt noch? Psychologe Dr. Arndt Stein weiß, wie sich sein neues altes Leben auf die Beziehung auswirken könnte. Wenn der Mann auf berufliche Ziele verzichten muss, kann er unzufrieden werden. Diese Frustration schwächt sein Selbstwertgefühl und verstärkt möglicherweise das alte Rollenbild, dass der Mann die Familie ernährt. In so einem Fall wäre die Beziehung in Gefahr. Bei Helene und Thomas schien das in der Vergangenheit aber nicht der Fall gewesen zu sein. Und auch jetzt werden sie sicher wieder in den Alltag zurückfinden.